Guten Mittag miteinander. Ich freue mich sehr, euch hier wieder zu begrüßen zum zweiten Nebelspalter Lunch, das offene Mikrofon. Und hier neben mir ist wieder der Dominik Feusi, Leiter der Bundeshausredaktion, und der Markus Somm, unser Chefredaktor. Mein Name ist Maria Relgano, ich bin auch Mitglied der Nebelspalter Redaktion. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zu leiten dürfen. Ich freue mich auch, dass wir Gäste haben, die diesen zwei Herren Fragen stellen wollen. Und für die, die heute zum ersten Mal da sind, kurz erklärt, wie das etwa abläuft. Wir werden 45 Minuten reden, das wird relativ schnell vorbeigehen. Und in diesen 45 Minuten habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und das entweder, wenn ihr auf euren Bildschirm schaut, mit dem Handy. Dann könnt ihr das Handy aufheben und dann rufe ich euch aufrufen. Und wichtig ist nachher, dass ihr das Mikrofon freischaltet, weil ihr seid momentan auf stumm gestellt. Und nachher könnt ihr reden. Und eine andere Möglichkeit, wie ihr euch auch melden könnt, ist per Chat. Ihr habt unten rechts mit allen Chatten, könnt ihr da drauf drücken, dann könnt ihr eure Fragen, wenn es euch lieber ist, auch eintippen und senden. Das sehe ich hier und ich werde die nachher vorlesen. Ich bitte euch, eure Wortmeldungen auch kurz zu halten, sodass alle die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stellen. Und es gelten natürlich auch die allgemeinen Anstandsregeln. Das heisst, wir behandeln uns recht respektvoll, wir tun hier niemanden beleidigen und wir lassen uns ausreden. Das gilt auch für euch beide, redet euch bitte nicht rein. Und noch eine kleine Information am Rand, das muss ich sagen, die Debatte hier, die wird aufgezeichnet und die wird nachher auf nebelspalter.ch aufgeschaltet. Die kann man also jederzeit auch nachschauen. Gut, soviel zum Einstieg. Jetzt habe ich gedacht, könnt ihr euch schon mal vielleicht eine Frage überlegen. Ich denke, jetzt, falls in der nächsten Zeit schon ein Handy wird kommen. Aber bevor so aus Übergang, habe ich mir überlegt, Dominik, was hat dich, sagen wir, an den politischen Themen die letzten Tage am meisten beschäftigt? Ja, mich hat die Gletscherinitiative am meisten beschäftigt. Also in dem Plan, wie man jetzt die Klimapolitik neu macht. Und da kommen all die Ideen, Subventionen, Töpfchen, Geld, Milliarden. Es ist ein Déjà-vu halt einfach. Und das finde ich lustig. Manchmal bei gewissen Themen kommt einfach immer alles wieder neu. Immer wieder das Gleiche. Und das ist zwar für den Journalist interessant, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig. Was haltest du vom Gegenvorschlag? Ist nichts. Ist nichts. Markus, bei dir, was hat dich die Tage am meisten beschäftigt, so von den politischen Themen? Ja, der Vorstoss von der APK, der jetzt gestern leider an den Nationalrat durchgekommen ist, dass man bei Horizon jetzt im Prinzip fast den Bundesrat zwingen will, wieder nachzugehen und ins Gespräch zu kommen mit der EU. Und meiner Meinung nach ist das insofern absolut daneben, weil das Parlament ist eigentlich nicht zuständig für die Außenpolitik. Ich weiss, in der neuen Verfassung hat man den Fehler gemacht, dass man so gewisse Mitspracherechte irgendwie festgeschrieben hat, aber eigentlich ist es etwas von der Exekutive, das Erste, das stört mich. Und die APK ist wirklich unglaublich aktivistisch geworden. Da hat man wirklich das Gefühl, es sind alles kleine Außenminister, die das Gefühl haben, sie wissen es also besser, bei mir natürlich auch. Aber der Punkt ist, und das ist viel schlimmer, man setzt natürlich den Bundesrat erstens unter Druck und zweitens gegenüber der EU in eine schwache Position, oder? Wenn natürlich das eigene Parlament praktisch den Bundesrat auffordert, hey, du musst jetzt unbedingt ins Gespräch kommen, du musst nachgehen, du musst einen Zwischenschritt gehen und so weiter, dann sind unsere Verhandlungsmanövriermöglichkeiten sehr klein. Und das finde ich ganz unglaublich. Und da merkst du einfach, dass die APK offensichtlich nicht die Interessen von der Schweiz im Auge hat, sondern eigentlich die Interessen von ihnen selber, wo alles, oder die meisten, die jetzt da zugestimmt haben, eigentlich die EU wollen und in dem sie nicht das Interesse haben, dass da die Schweiz sich selber irgendwie vertreten will. Gut, aber die Kommission hat ja unsere Politiker, die wir gewählt haben.
Nein, ich habe nicht alle gewählt. Ich habe nicht alle gewählt von denen. Nein, also es ist ja eine knappe Mehrheit gewesen. Leider, muss ich auch sagen, ja. Als FDP-Mitglied, wie ein paar FDP-Leute sind gekippt und haben gemeint, weil Horizon so angeblich so wahnsinnig wichtig ist für unseren Forschungsstandort, für unsere Pharmaindustrie und so weiter, haben sie das Gefühl gehabt, ja, man muss Druck machen. Und selbst wenn sie das wollten, oder? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn wir irgendwo sagen, ja, wir wollen da wieder mitmachen an dem Horizon-Programm. Aber das Problem ist, man erreicht es nicht, wenn man am Bundesrat die ganze Zeit Knüppel in die Beine rührt und das Gefühl hat, man könnte das erreichen. Das ist auch unglaublich naiv, ehrlich gesagt. Ja. Gut, das sind die Themen, die euch beschäftigen. Jetzt meine Frage an euch, hat vielleicht gibt Fragen zu diesen Themen. Hey, vielleicht schon Fragen, die ihr euch schon vorher überlegt habt. Jetzt wäre wirklich die Möglichkeit, die ihr euch melden könnt, das entweder per Hand haben, unten hat es da ein Knöpfchen, oder ihr könnt gerne auch eine Nachricht schreiben im Chat. Und ich dachte, ich warte jetzt heute ein paar Sekunden, manchmal steigt der Druck ein bisschen, dass sich jemand melden möchte. Markus Sommer hat noch die Idee gehabt, dass wir Leute aufrufen, so wie in der Schule. Aber ja, das ist ja immer das Gleiche in der Schule, dass ja, genau. Der Lehrer sagt, wer hat eine Meinung, und dann sagt niemand etwas. Und ja, dann muss man einfach die Leute brutal zwingen, dass sie etwas sagen. Nein, das Nein wir sind ja alle freiwillig da. Wir sind ja liberal, gell? Die müssen nicht sagen, wer sie nicht. Ja, liberal heisst nicht, liberal heisst nicht weich. Liberal, das ist ein Missverständnis. Gut. Ha, das ist eine gute Frage. Dominik, du musst anfangen, weil sie so schwierig ist. Nein. Man muss halt eine Mehrheit haben am Schluss, sonst spricht man es nicht aus dem Gesetz raus. Die Mehrheit ist im Moment nicht möglich wegen der Mitte, weil die Mitte sich nicht von ihrer Energieministerin distanzieren will. Das höre ich, wenn ich mit Leuten aus der Mitte rede. Sie sagen immer noch, ja, weisst, wir sind damals dafür gewesen und so. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Ich finde, Frau Leuthard ist schon lange weg, man könnte das längstens machen, oder? Aber am Schluss muss man das mehrheitsfähig machen. Und dann eine Möglichkeit ist, das mit einem Deal zu verhindern. Es kommt ja die Vorlage über den sogenannten Mantelerlass, also das ist die Vorlage von der Frau Sommaruga, wo irgend so einen komischen Namen hat, Bundesgesetz über die sichere Stromversorgung. Das finde ich, ist blöd, wenn Gesetze so komplizierte Namen haben, aber wegen dem Titel könnte man sagen, zur sicheren Stromversorgung gehört die Streichung von dem Kernenergieverbot, Artikel 12, glaube ich, im Energiegesetz. Und dann müssen wir einen Deal machen. Und ich meine, das Lustige ist ja, dass die Linksgrünen, die noch vor 2-3 Jahren unbedingt haben wollen, die Atomkraftwerke abstellen, am liebsten sofort, spätestens 2030 oder 2035, die sind heute ja froh, dass sie weiterlaufen, weil sonst wäre das mit dem Winterstrom noch viel grösseres Problem. Und irgendwie kann man da vielleicht einen Deal machen in diesem Mantelerlass und sagen, okay, wir tun da irgendwie eine Lockerung von der Bestimmungen drin, dass man mehr Alpin-Solarsachen bauen kann. Und im Gegenzug tun wir den Artikel 12 killen. Das wäre jetzt so ein bisschen, wenn ich Lobbyist wäre, mein Ansatzpunkt. Aber wahrscheinlich wird das sehr, sehr schwierig, eben weil die bestehenden Positionen ziemlich fix sind, habe ich das Gefühl. Gut, ich glaube, das ist wirklich, wie soll ich sagen, die Aufgabe der Politiker auf der bürgerlichen Seite, dass sie kommunikativ so einen Druck aufbauen, dass eben auch die Mitte das Gefühl hat, ja, wir können nicht mehr, wir müssen uns jetzt leider überwinden, wir müssen die Vergangenheit von der Doris Leuthard vergessen. Und das macht man nur kommunikativ. Das heisst, erstens, die bürgerlichen und auch die Wirtschaftsverbände sollten halt praktisch jede Woche einfach immer wieder sagen, ja, wieder ein Interview geben, wieder sagen, das ist absolut notwendig und wenn das nicht kommt, dann haben wir ein Blackout. Sie müssen auch die ganze Krise, wo wir ja, und das ist ja nicht übertrieben, die ganze Krise, wo wir wahrscheinlich reinrutschen, jeden Tag praktisch den Leuten wieder sagen, es muss in der Öffentlichkeit muss ein Druck aufgebaut werden und dann kippt es im Parlament. Also die Vorstellung, dass man jetzt einfach warten kann und man kommt dann recht über von der Geschichte, ist falsch. Und das ist ein bisschen,
eine Schwäche von der Bürgerlichen ganz stark im Vergleich zu der Linken. Also die Linken tun ja ständig immer wieder den Teppich ausbreiten, immer wieder über die Elternzeit reden, immer wieder über das Ausländerstimmrecht reden, immer wieder über das Jugendstimmrecht reden. Haben natürlich auch viele Medien, die ihnen das Mikrofon hinheben und dann können sagen, was wollen. Aber die Bürgerlichen könnten da viel mehr machen. Und da muss ich sagen, einfach zu warten, bis da die Mitte dann vielleicht irgendwo ihre Nostalgie überwindet, das wird nicht lange, sondern die müssen das Gefühl haben, hey, wir werden am Schluss verantwortlich gemacht für das Blackout. Oder die Mitte, die muss richtig Angst bekommen. Die muss Angst bekommen, dass wir in zwei Jahren, wenn wir keinen Strom mehr haben, die Leute sterben in den Spitälern, dass man sagt, Doris Leuthard, das sind deine Toten. Das muss man sagen. Das ist ein bisschen heftig, aber okay. Nein, ist wahr. Ich meine, es ist ernst. Also wir müssen aufhören mit dem Kindergarten. Aber es ist unglaublich gefährlich, was da läuft. Ja. Was ist mit der nachhaltigen Energie? Das ist ja die Lösung. Du glaubst nicht dran. Ja. Nein, es wird nie lange. Also erstens, bei der erneuerbaren Energie ist das Hauptproblem eigentlich. Zuerst Wind. Haben wir einen unglaublichen Widerstand in der Bevölkerung. Praktisch kein Windprojekt ist angenommen worden. Wenn wir Abstimmungen haben, wird es abgelehnt, sonst gibt es Einsprüche und so weiter. Ich bin der Meinung, bei unserer Landschaft, die erstens schön ist und zweitens ist es ein kleines Land, Windkraft ist keine gute Lösung für die Schweiz. Jetzt bei der Photovoltaik ist es ein bisschen anders. Wir haben ja Autobahnen, die man volllegen kann und es gibt andere Gebiete, wo man das könnte machen. Aber dort haben wir das gleiche Problem. Es ist politisch, aus meiner Sicht, viel schwieriger, die erneuerbaren Energien in einem Ausmaß. Man muss sich eben ein Ausmaß überlegen. Das Ausmaß ist wahnsinnig. Wir brauchen unglaublich viel mehr Solaranlagen oder Windkraftwerke, um überhaupt die Kernkraftwerke, die vielleicht einmal eine abgestellt werden können ersetzen. Das Erste. Der politische Widerstand gegen Kernkraft kann man leichter brechen als die unglaublich vielen Widerstände, die es gibt gegen den Ausbau von Erneuerbaren. Ja, und dann hast du das Problem vom Speicher hast du noch nicht gelöst. Also, das kommt dazu. Kommt ja noch dazu. Gratis und Franco. Bevor dass wir hier weiter ausführen, wir haben kurze Statements. Jetzt ist gerade die nächste Frage reingekommen. Die EU möchte ja mit der Schweiz ein Abkommen für Winterstrom. Wie stellen sich das unsere Politiker vor, wenn ja die Schweiz selbst zu wenig hat im Winter? Ja, das ist natürlich ein Problem. Und ich meine, die EU will ständig irgendetwas von uns und sie tut ständig irgendwelche Ideen bei uns bringen. Und das Problem ist, dass wir meistens liefern. Wir sehen sehr oft, und Markus hat das vorher in Sachen Forschungsabkommen erwähnt, wir lassen uns dann irgendwie einsalben, wir machen dann irgendwie so etwas sektoriell, so etwas Kleines, machen wir mit. Statt dass wir das grosse Ganze sehen. Und unsere Rolle, ich meine, ich habe schon vor 5 Jahren geschrieben, die Schweiz ist in einer Rebe, was Strom angeht. Eigentlich, wenn wir die Atomkraft beibehalten, sind wir nicht in so einer komplett schlechten Lage. Gut wäre, wir hätten noch mehr Atomkraftwerke. Dann könnten wir einen richtigen Player spielen in dem Europa und könnten richtig viel Gewicht hineinlegen in die Geschichte und sagen, schau, wir geben euch gerne Strom. Nur, dann, wenn wir den privilegierten Binnenmarkt zutritt, ohne das politische Brimborium, politisch-juristische Brimborium rundherum, und wir wollen bei der Forschung dabei sein, wir wollen überall dabei sein, hey, es wäre wirklich ein Asset, wenn wir noch mehr Stromproduktion im eigenen Land hätten. Haben wir im Moment nicht, es ist knapp. Umso absurder ist, dass wir noch der EU liefern. Ich erinnere mich gut, bei der Eröffnung des Abstimmungskampfs von der Doris Leuthard für die Energiestrategie hat der Kollege Peter Morf, damals Finanz und Wirtschaft, heute ist er Kolumnist beim Nebelspalter, hat sie gefragt, ja, woher kommt denn der Strom, wenn wir den importieren müssen? Und Doris Leuthard hat ihn so ein bisschen probiert, lächerlich zu machen, hat gerinset und gesagt, ja, Deutschland liefert dann schon. Und heute ist es umgekehrt, das ist der Beweis. Gut, und vor allem hat damals Doris Leuthard gewusst, Deutschland liefert den Strom, der gemacht wird von Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken und so weiter. Also es war zynisch gewesen, und man muss einfach einmal sagen, Doris Leuthard, der Lack ist ab. Und das sollte man auch jeden Tag sagen, weil die Verantwortung, die die gute Bundesrätin auf sich genommen hat, die ist sehr gross. Ich würde das noch einmal unterstützen, was der Dominik gesagt hat. Oder? Wenn man in Verhandlungen geht und ein Abkommen will,
ist es immer gut, wenn man in einer starken Position ist. Und wir haben eine starke Position, wenn wir Strom könnten liefern. Das können wir teilweise ja. Und zweitens haben wir ja eine strategisch enorm wichtige Bedeutung innerhalb von Europa. Wir sind mitten in Europa und auch da müssen wir mehr ausspielen. Ich möchte aber jetzt hier zu einer Debatte ein bisschen anheizen, dass wir uns nicht alle nur gegenseitig zustimmen, einwerfen. AKWs, es wird jetzt so ein bisschen geredet, als wäre es die Lösung für alles, aber es hat ja seine Nachteile. Was macht man mit dem Abfall? Irgendwann werden wir ja eine Lösung für das müssen finden. Das erste Problem ist, dass der Abfall eigentlich relativ überschaubar ist. Oder das ist auch einer der grossen Vorzüge vom Uran. Mhm. Ist, dass es eine unglaubliche Energiedichte hat. Also man braucht relativ wenig Uran, wenn man jetzt mengenmässig redet, zum Kernkraftwerk betreiben. Das heisst schon mal, also schon die Lagerung ist insofern einfacher als zum Beispiel alle die Chemieabfälle, die wir haben, die anderen Abfälle. Wir haben unglaubliche Entsorgungsprobleme. Mhm. Radioaktive Abfälle sind nicht das grösste Entsorgungsproblem, die wir haben. Das ist mal das eine. Und das zweite, wir haben schon lange technische Lösungen. Die NAGRA hat schon ein paar Vorschläge gemacht, die alle vernünftig sind. Und ich erinnere daran, Moritz Leuenberger, Sozialdemokrat, damals Energieminister, der hat NAGRA immer wieder aufgefordert, ihr müsst beweisen, dass das geht und so weiter. Und unabhängige Experten haben das müssen untersuchen. Und am Schluss hat auch der Moritz Leuenberger müssen der NAGRA zugestehen, hey, das Problem können wir lösen. Ihr habt die Lösung da. Und er ist im Bundesrat gegangen und hat eigentlich den Antrag gestellt, dass man die Entsorgung jetzt in der Schweiz realisiert. Wir sind schon mal so weit gewesen. Leider hat es dann einen Wechsel gegeben im Departement. Leider hat es nachher Fukushima gegeben. Aber das Abfallproblem ist eigentlich, muss man ganz ehrlich sein, ist eigentlich gelöst. Null Risiko, das ist klar. Da gibt es nie nicht, aber das gibt es in allen Energieproduktionsmethoden, gibt es grosse Risiken. Oder das Einzige, was man kann sagen gegen die Atomkraft ist, dass sie, wenn man jetzt den Artikel 12 streichen aus dem Energiegesetz, dass wir zu spät sind. Oder? Bis wir rein von der Bauzeit, Genehmigung und so weiter, reicht das nicht. Darum ist es für die kurzfristigen Probleme, im nächsten Winter oder spätestens 2025 ist es keine Lösung. Und darum werden wir dort Gaskraftwerke brauchen, das ist grusig. Die braucht man auch nur wegen der Energiestrategie, oder? Die dort dagegen waren, können immerhin sagen, wir haben recht gehabt, wir haben immer gesagt, es ist ein Blödsinn. Mit dem kann man sich keinen Strom kaufen. Aber das ist das einzige Argument, es dauert einfach zu lang. Aber sonst ist klar, wir müssen ganz dringend an den bestehenden Standorten neue Atomkraftwerke bauen. Am besten in Mühleberg, wenn es kaum ist. Das wäre dann lustig. Kaum ist das, was man abgestellt hat, Ende 19 abgebaut, würde man dort ein neues bauen. Oder? Aber auch das wäre sinnvoll. Die neuen haben nämlich viel mehr Leistung als die bestehenden. Und dann sind wir schon mal auf einem guten Weg. Und dann noch zwei, drei. Und dann können wir richtig ein guter Player im europäischen Stromhandel werden und die anderen Staaten und die EU unter Druck setzen. Gut, bevor Sie geht weiterreden. Es hat nämlich ein paar Meldungen gegeben. Es sind zwar nicht Fragen, aber ich tue die mal kurz vorlesen, dass so die Leute, die das vielleicht Video dann nachschauen, verstehen. Der Werner Bechtel hat gesagt, also ich habe Uli Maurer in Basel Dampf gemacht für KKW, aber die SVP schläft. Die Mehrheit der Volk ist da. Und zwar 70%. So die Behauptung, der Kregu hat darauf geantwortet, 70%. Tatsächlich finde ich sehr ein hoher Wert. Und um da kurz zu stoppen, was meint ihr, ist 70% realistischer? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist viel zu hoch. Also es ist sicher immer noch umstritten, Atomkraftwerk. Ja. Aber das ist auch wieder das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Man muss das Thema auch zuerst einmal ein bisschen bewirtschaften. Man muss den Leuten das immer wieder sagen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes in der Politik. Und das ist das, wo so Leute, die ein bisschen so eine statische Auffassung haben von Politik, völlig unterschätzen. Man kann Meinungen machen, man kann sie kippen, man muss die Leute überzeugen, man muss das Thema aufkochen. Ich meine, vor 30 Jahren hat niemand vom Klimawandel geredet. Jetzt reden alle vom Klimawandel. Das ist unter anderem auch eine kommunikative Leistung von den Leuten, die das Gefühl haben, das ist ein Problem. Ja. Ich kann dir nur zustimmen. Ich meine, es sind ja alle Anti-Atomkraft-Initiativen sind abgelehnt worden. Die Mehrheiten sind aber irgendwie so zwischen
Ich habe, wenn ich es richtig erinnere, also zwischen 55% und 65% jeweils gewesen. Darum glaube ich auch, 70% ist zu hoch. Aber eben, man muss davon reden. Und die Frage ist schon, wer bei dem Thema der Absender könnte sein, oder? Die Wirtschaftsverbände sind irgendwie wie lahmgelegt, habe ich den Eindruck. Da läuft nicht wahnsinnig viel. Die tun lieber eben von Solarpanels reden, was völlig unverständlich und falsch ist. Und wer müsste da wirklich in die Hose? Die Stromerzeuger, glaube ich auch nicht. Die gehören ja sehr oft den Kantonen und den Gemeinden. Dort ist nichts zu wählen, weil das ist schon politisch verbrämt. Und das ist letztlich vom Lobbying her die clevere Sache, dass man die Bastion fast nicht mehr kann erobern. Also ich muss sagen, ich glaube, Verantwortung liegt vor allem bei der privaten Wirtschaft. Weil erstens sind die am meisten betroffen. Die werden unglaubliche Probleme bekommen, wenn wir keine Energie haben. Das ist sowieso etwas, was man den Leuten auch klar machen muss. Energie ist das Allerwichtigste für eine moderne Gesellschaft. Wir werden, ich habe vorhin von Toten geredet, und das ist nicht ein blöder Spruch. Wenn unsere Spitäler keinen Strom mehr haben, dann sterben Menschen. Wenn wir keinen Strom mehr haben, können wir uns auch fast nicht mehr ernähren. Wir können nicht mehr in den Supermarkt, wir können nicht mehr gut zahlen. Die ganze Landwirtschaft bricht zusammen, wenn es keinen Strom gibt. Und die private Wirtschaft wird das am ersten überhaupt merken. Sie sind jetzt schon in Panik. Ich meine, die Stimmung in der privaten Wirtschaft, wer mit Unternehmer oder Manager redet, da gibt es ein Thema, das alle beschäftigt, das ist Energie. Umso unverständlicher ist, dass zum Beispiel die Economy Suisse nicht jeden Tag darüber redet, weil die könnten dann nichts verlieren. Oder man muss ja fair sein, die bürgerlichen Politiker haben ein bisschen Angst, ja, die haben das Gefühl, es sei unpopulär, ja, sie verlieren dann die Wahlen. Wenn die Privatwirtschaft vorangehen will, dann wäre das für die auch viel einfacher, hier nachzugehen. Ist das ein Tabuthema? Kann das sein, das AKW, dass man von dem ein bisschen Finger macht? Das ist immer. Das ist ja das, was die Linken super machen. Ja. Und das kann man bei jedem Thema bringen. Sie tun immer die Gegnerschaft dämonisieren. Sie tun sie dazu bringen, dass sie sich schämen, dass sie so grauenhafte Ansichten haben. Und das haben sie auch bei der Atomkraft geschafft. Und ich möchte das auch betonen, was der Dominik gesagt hat. Wir haben immer Abstimmungen gehabt und die haben nie eine Mehrheit angebracht für den Ausstieg. Sie haben nur Moratorien. Das ist ja auch so ein Trick. So ein typischer Trick, ja, in 5 Jahren. Aber Moratorien sind ja meistens für die Ewigkeit. Genau. Gut, wir haben eine nächste Frage, und das würde mich auch noch wundern. Was findet ihr also bezüglich AKW, die bestehenden Stahlen oder laufen lassen und die Gefahr eingehen, also die Gefahr, die wir jetzt eben gesagt haben, wie Fukushima zum Beispiel oder moderne neue AKW? Als erstes Fukushima, betonen, kein Mensch gestorben. Einfach keiner. Kein einziger Mensch. Mhm. Es hat noch nie einen Unfall gegeben, der so Folgen gehabt hat, politisch ohne Tote. Gut, aber die Umwelt hat gelitten. Sind wir? Wo? Stimmt nicht. Es ist absolute Propaganda von Greenpeace und so weiter. Kein einziger Mensch ist in Fukushima an der Strahlung gestorben. Es sind viele Menschen gestorben am Tsunami. Ja. Sie sind vertrunken, sie sind bei der Evakuierung gestorben und so weiter. Man hat jetzt auch kein Strahlungsproblem in Fukushima. Nein, es ist wirklich etwas, wo man einfach sich bewusst sein muss. Wir haben seit 40 Jahren eine Propaganda gegen Atomkraft, ausgehend von der Bundesrepublik Deutschland, wo ein bisschen wegen ihrer Lage eine unglaubliche Panik gehabt hat für Atomkrieg und immer die Atombomben und Atomkraftwerke gleichgesetzt hat. So ist das entstanden. Und jetzt trotzdem, um die Frage zurückzukommen, auf was würdest du ersetzen? Moderne AKWs oder die bestehenden laufen lassen? Also erstens soll es laufen lassen, das ist klar. Und gleichzeitig unbedingt neue planen, unbedingt neue bewilligen lassen. Wenn man relativ schnell handeln würde, könnten wir in 10 Jahren ein paar neue Kernkraftwerke haben. Die sollte man alle dort bauen, wo sie schon sind. Weil das wäre am einfachsten für die Bewilligung. Auch die Bevölkerung ist dort absolut überzeugt von Atomkraft, nach wie vor. Und es wäre, wie gesagt, einer der grössten Hits, die die Schweiz könnte haben, wenn wir unglaublich viel Atomkraft hätten und könnten exportieren. Wir wären in einer richtig starken, guten Position. Das ist, also, ich kann kurz weiterfahren. Das ist genau das. Und Yvonne Hauser sagt da dazu, wir sind eigentlich mit allem zu spät. Auch die Solarenergie wäre seit über 20 Jahren parat. Thermische und Photovoltaik zu vielen Auflagen wegen Gefährlichkeit für Flugi, wegen Heimatschutz oder neidischen Nachbarn etc. Wem dient's
vor allem. Ich meine, Solarenergie sollte man eigentlich auch mal kommunikativ erledigen. Weil das Problem an der Solarenergie ist, sie ist so volatil, dass man praktisch muss 24-7 braucht man ein Backup, das bereitsteht. Wo jedes Mal, wenn es zu wenig Strom gibt, weil es keine Sonne gibt, weil es Wolken hat, weil Winter ist, kann einsteigen. Das heisst, Solarenergie ist immer doppelt so teuer. Eigentlich müsste man Solarenergie gar nicht ausbauen. Man könnte ganz so gut einfach nur ein Gaskraftwerk einstellen oder Kernkraftwerk. Deshalb ist nicht wahr, Solarenergie steht nicht bereit. Weil das Hauptproblem von der Solarenergie, nämlich die Speicherung, hätte man nicht können lösen. Man forscht, aber es ist nicht absehbar, dass man lösen könnte. Aber ich finde den Punkt schon interessant. Oder? Ich meine, das Problem ist, wenn überall der Staat reinfunkt, dann führt das dazu, dass wir überall zu spät sind, oder? Also ich meine, wenn die Regulierung, wenn es die nicht gäbe, jetzt bei dieser Frage spüre ich raus, da geht es vor allem um so Bauvorschriften und Bewilligungsvorschriften und eben den Heimatschutz und Denkmalpflege und Kernzonen in einem Dorf und so weiter. Oder die Bewilligungen, die führen dazu, dass der Spielraum von den Individuen, von den Menschen in diesem Land nicht da ist. Und dann kann man gar nicht ausprobieren, ob es echt ging mit dieser Technologie, mit einer anderen und so weiter. Und wenn man das ein bisschen analysiert, wenn die Frage ist, warum sind wir immer zu spät? Weil überall Politik den Finger drin hat, weil überall die Regulierung spielt. Und die Regulierung macht uns Spat. Darum zurückdrängen vom Staat, mehr individuelle Ideen, mehr Ausleben von neuen Technologien. Und dann wird sich dann schon zeigen, ob es sich rechnet oder nicht. Es ist richtig, obwohl ich ein Solarpanel habe auf meinem Dach, oder? Das ist natürlich schon richtig. Am Mittag, jetzt an so einem Sonnentag, ist es natürlich schon so, dass ich den überschüssigen Strom einfach ins Netz von der bernischen Kraftwerk abliefere, zu einem hundslausigen Strompreis. Aber eigentlich müsste ich im Keller, damit es wirklich ökologisch wäre, eine Batterie haben, aber dann lohnt es sich überhaupt nicht mehr. Darum ist natürlich der Punkt schon ein bisschen so, man macht sich jetzt im Moment bei der Solarenergie macht man ein bisschen eine komische Rechnung, weil man letztlich das Netz belastet und die Netzkosten zahlen wir dann wieder über einen Zuschlag pro Kilowattstunde. Aber das Entscheidende an dieser Frage finde ich, Regulierung zurückdrängen, die Leute befreien, dann wird sich die Technologie durchsetzen, die sich wirklich rechnet. Oder? Aber denkst du nicht auch, unsere Demokratie und unsere allgemein alle politischen Prozesse sind dafür bekannt, dass wir langsam sind? Und das hat ja auch damit zu tun, es ist ja nicht nur mit Regulierung. Ja, nein, das finde ich auch gut, dass sie langsam ist, weil dann geht es länger, bis Regulierung kommt, oder? Von dem her ist das komplett in Ordnung. Aber das Wichtige ist, dass sie eben nicht nur langsam ist, sondern dass sie zweitens auch gar nicht zurückgedrängt wird, oder? Also aber da mache ich ja schon recht. Das Problem ist eben bei uns, weil die Prozesse so langsam sind, wenn etwas einmal da ist, bringst du es dann nicht mehr weg. Oder die Energiestrategie, die bringen wir jetzt auch wieder nicht mehr weg. Oder das Technologieverbot, das da festgeschrieben worden ist, bringen wir auch fast nicht mehr weg. Deshalb ist wirklich in der Schweiz wahnsinnig wichtig, gar nie etwas Neues machen. Weil man bringt es nie mehr weg. Der grösste Schrott bleibt einfach. Das ist, wie soll ich sagen, das ist die Kehrseite von der Medaille von unserem politischen System. Aber gerade zum Beispiel mit diesen Bauvorschriften, das wäre doch das ideale Tummelfeld von bürgerlichen Kantonalparteien. Dass man sozusagen irgendwie, dass irgendeine bürgerliche Partei jetzt im Kanton Bern, wo ich wohne, sagt, wir entrümpeln das Baurecht. Oder nur schon, dass man irgendwie, man braucht offenbar auch, wenn man eine Wärmepumpe im Garten aufstellt, braucht man eine Baubewilligung. Das ist komplett absurd. Oder ich habe der Nachbar vom Nachbar hat so eine Fasssauna in seinem Garten wollen aufstellen. Er braucht für das eine Baubewilligung. Und weil er in der Kernzone ist, ein Gutachten vom Denkmalschutz und so. Einfach das Zurückdrängen von diesen Sachen. Eine super Spielweise für bürgerliche Parteien. Es artet einfach in Arbeit aus. Immer Politik, oder? Und da bin ich manchmal ein bisschen pessimistisch, dass die Arbeit niemand mehr leistet. Auf der bürgerlichen Seite? Ja. Und auch links wird sie immer gemacht. Die sind keiberfleissig, oder? Ja. Gut, vor allem bis es, also die Yvonne Hauser sagt noch, vor allem bis es mal durch ist, ist es bereits wieder überholt. Also es tut eigentlich auf den Punkt anspielen, den ich vorher gesagt habe. Also wenn man natürlich eine Regulierung hat, bis sie kommt, geht es lang, aber bis die Regulierung auch wieder fort ist, geht es lang. Also deshalb lieber nicht regulieren. Einfach ein paar nichts Neues machen. Nein, ich meine, ein Vorteil, den wir jetzt sehen,
Die Deutschen haben ihre Kernkraftwerke abgestellt. Das geht das Jahr, gehen jetzt, glaube ich, die letzten drei vom Netz. Das geht in Deutschland immer ruckzuck, zack, zack. Bei uns hätte man es natürlich nicht so schnell können machen. Und das ist der Punkt, warum dass wir dort gleich einen Vorteil haben mit unserem langsamen System. Auch wenn jede Reform ist einfach schwierig. Also, du meinst, bis wir dann so weit sind, ist das Problem schon wieder gar nicht mehr aktuell. Das passiert häufig. Ich meine, wir sind nicht das, was wir den Kommunismus nicht übernommen, wir haben nicht den Nationalsozialismus übernommen. Nein, es klingt jetzt wieder ein bisschen satirisch, aber das ist wirklich wichtig. Die meisten grossen Moden, die in Europa immer wieder laufen in der Politik, sind an uns vorbeigegangen. Und zwar einfach, weil wir zu langsam sind. Wir kommen gar nicht dazu, dass wir das Zeug umsetzen können. Und das war meistens ein Vorteil gewesen. Aber ich betone es, bei uns sind die Regulierungen jetzt auch schon so weit, dass man die auch nicht mehr wegbringt. Das ist der Punkt. Gut, wenn wir jetzt noch beim Strom trotzdem bleiben, würde mich etwas wundern. Was denkt ihr, wird jetzt auf uns zukommen? Heisst das, wir werden in Zukunft Rationierung haben von Strom? Oder was wird? Werden wir kalt duschen? Es gibt ja das schon. Letzten Herbst ist ein Brief raus von Guy Parmelin. Oder die böse Brief tut Simonetta Sommaruga immer den ihren Kollegen überlassen. Ein Brief an 30'000 Unternehmen, die viel Strom brauchen. Sie sollen sich auf die Lage vorbereiten. Sie sollen sich überlegen, wie dass sie können ihren Stromverbrauch senken können. Oder auch irgendwie vielleicht plötzlich ihre Fabrik abstellen oder so. Und ich weiss, dass so Gespräche auch laufen. Kürzlich hat der SP den Guy Parmelin aufgefordert, er müsse das noch planen. Also es brauche ich eine Detailplanung, welche Firma bei welchem Verhältnis denn was tut abstellen, oder? Und es gibt Grossverbraucher von Strom, also bekannt ist Firmen, die zum Beispiel Metalle schmelzen im Recyclingbereich oder auch Papierfabriken, Zementfabriken und andere Industriebetriebe. Und mit denen redet man jetzt. Man hat dann, wie immer in der Politik, tut man so schöne Wörter kreieren. Man sagt dem Lastabwurf, oder? Also, dass die dann eben plötzlich eben einen Teil oder die ganze Fabrik abstellen. Und das läuft bereits. Und das ist auch das, was Markus gesagt hat, wo viele in der Wirtschaft sich halt hintersehen und sagen, ja nein, wenn ich meine Fabrik muss abstellen irgendwie plötzlich, dann muss ich mir überlegen, ob ich die Fabrik nicht an einem anderen Ort aufstelle. Oder Investitionen machst du nicht an einem Standort, wo keine Energie mehr hat. Oder? Also von dem her, das tut natürlich uns sehr weh. Und das Perfide ist eben, dass man es meistens so macht, so wie es Dominik beschrieben hat, dass dann die Firmen anfangen zu rationieren. Also man tut sicher nicht sagen, so wie eben die SP letztes Jahr das vorgeschlagen hat, alle dürfen nur noch ihre Räume auf 20 Grad heizen. Jeder Politiker, der betrost ist, macht das nicht, weil er genau weiss, also da mache ich alle hässig, oder? Wenn du nachher musst den ganzen Tag kalt duschen, dann wählst du nicht mehr SP, dann wählst du nicht mehr Grün, das ist vorbei. Nein, man tut die Wirtschaft dazu zwingen, dass sie rationiert. Aber der Punkt ist, die Preise steigen dann. Und der Konsument am Schluss und der Bürger und der Steuerzahler zahlt das eben nachher gleich. Oder das Bauen wird teurer, das Heizen wird teurer, alles wird dann plötzlich teurer. Und dann sagt man, ja, der Putin ist schuld, ja, da sind die Ölscheichs schuld. Aber eigentlich sind unsere Politiker schuld, die eine Energiestrategie beschlossen haben, die hinten und vorne nicht aufgeht und wo man jetzt nicht korrigieren will, weil man lieber falsch liegt, als zugeben, dass man mal falsch gelegen ist. Und jetzt, merci Markus, und jetzt haben wir noch... Für die Belehrung. jetzt haben wir noch genau 10 Minuten und jetzt haben wir trotzdem gedacht, jetzt ist viel Diskussion ist hier abgegangen, ist sehr spannend gewesen. Ja, drücken aufs Handy. Und jetzt haben wir trotzdem ein paar Leute, die zuschauen, Leute motivieren noch, auch Fragen stellen, was kann zur Energiepolitik sein. Das ist natürlich ein grosses Thema momentan, aber es kann etwas ganz anderes sein, oder eine Frage, die Markus oder Dominik direkt stellen möchte. Oder auch etwas zum Nebelspalter. Sagen irgendwie, ob das, was wir machen, gut ist, ob es schlecht ist, was wir zu viel machen, was wir zu wenig machen, was euch würde interessieren, wer wir sollen, befragen, mit wem wir sollen ein Interview machen, mit, ja. Alles. Ist auch der Ort für Kritik und Lob. Vielleicht ein bisschen. Nicht zu viel Kritik. Nicht zu viel Kritik. Nicht. Lob ist gut. Das ist gut. Aber viel Kritik. Null Kritik.
verträgt man gar nicht. Also bei Bern einfach ist es auch anders, gell? Na gut, aber was ich wirklich noch aufnehmen möchte, ist, ich glaube, letztlich kann man in dieser Energiepolitik zuversichtlich sein. Weil ich glaube, es ist extrem, wie die Realität uns alle wird einholen. Und das ist schon passiert. Und das ist ja nicht nur in der Schweiz, es ist in ganz Europa der Fall. Und auch, wenn man Amerika anschaut, Diskussionen dort. Das ist ja der Punkt, wo man muss sagen, ja, ist jetzt einmal schön, dass die Utopie, die man hatte, was die Energieversorgung betrifft, viel, viel schneller von der Realität eingeholt werden, als wir uns das gedacht haben. Natürlich hat da noch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Zum Beispiel auch der Krieg, der hat auch eine Rolle gespielt. Aber nicht nur das, sondern es ist ein Konzept, das so oberflächlich ausgedacht worden ist, dass eigentlich jetzt die Realität sehr schnell sich meldet und sagt, hey, hört, es geht nicht. Ich habe das mal Erik Nussbaum gesagt. Er hat gesagt, eben, das sei eine Utopie. Und er hat mir darauf geantwortet, aber Utopie, das kann man ja nicht erreichen. Und er hat mir gesagt, ja, aber man sollte wenigstens danach streben. Ja, es ist eben, oder es ist eine alte linke Überzeugung, dass man einfach den Stein ganz weit muss rühren und dann irgendwann kommt man zum Ziel. Und wenn es um Fragen geht wie soziale Ungleichheit, dann muss man sagen, ja, da tut sich die Realität sehr lang nicht melden. Oder? Die Sowjetunion hat 70 Jahre Zeit gehabt, um ein Wirtschaftssystem aufzubauen, das offensichtlich nicht funktioniert hat. Aber es ist doch 70 Jahre gegangen. Ich glaube, bei Technologie oder bei Energieversorgung geht das einfach schneller. Oder? Eine Maschine kannst du eben nicht einfach immer sagen, ja, ich will jetzt, dass die Utopie sich in dieser Maschine tut ausleben. Es funktioniert nicht. Und wenn eine Maschine nicht läuft und ein Kraftwerk ist einfach eine Maschine. Energieversorgung ist etwas, wo die Ingenieure betrifft. Und entweder geht es, oder es geht nicht. Das sind nicht Soziologen, die irgendwelche Sachen können sagen können. Und deshalb glaube ich, dass der utopische Gedanke, den die Linke auf so viele andere Themen angewendet hat, die sehr viel mit Technologie zu tun haben, mit Realität zu tun haben, dass sie dort eigentlich viel schneller auf den Boden von der Realität zurückkommen, als eben zum Beispiel, früher können jahrelang darüber reden, es kommt dann mal die Revolution. Ja, da kannst du ja nie messen. Du kannst ja nie sagen, ja, nein, ihr habt nicht recht, die Evolution kommt nicht. Du kannst immer sagen, ja, die Evolution kommt dann schon. Also von dem her ist, glaube ich, der Erik Nussbaumer da ein bisschen schlecht beraten, weiterhin auf Utopie zu setzen. Aber es ist doch üblich, das Vorgehen und das Argumentieren auf der linken Seite, das höre ich oft im Bundeshaus auch. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass Utopien eben attraktiv sind. Erstens wegen dem, was du gesagt hast, Markus, weil sie den Proof of the Pudding eben gar nie antreten müssen. Aber gleichzeitig, sie sind auch attraktiv, weil sie, es ist wie ein Vorstellen von einer zukünftigen neuen Realität. Und das ist sehr attraktiv, eine Art im Sinn von einem, ja, es geht natürlich am Schluss ein bisschen um Esoterik, und um Schwingungen und um irgendwie das Erreichen von einer besseren Welt oder so. Ich finde einfach, auf der bürgerlichen Seite könnten wir auch mit Utopien arbeiten. Wir könnten auch sagen, ja nein, unsere Vorstellung ist eben eine Welt aus aufgeklärten Menschen, aus Menschen, die sich befreit haben, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die eben ihre Talente und ihre Träume können ausleben können. Wenn ich gefragt werde, warum dass ich liberal bin, sage ich immer, ja, es geht darum, dass meine Kinder ihre Talente und Träume können ausleben können, ohne dass sie den Cedric Wermuth oder den Roger Normann oder sonst irgendeinen Beamten oder irgendwie so müssen fragen. Die Utopie, wir können dort vielleicht auch mehr liefern und nicht nur ökonomische Argumente. Ich finde immer, die Freiheit und das Individuum sind auch dann attraktiv, wenn sie ökonomisch nicht einmal Sinn machen. Es kommt ja noch dazu, dass das Konzept von der Freiheit funktioniert dann auch noch, oder? Aber es ist auch ethisch, moralisch besser. Ich würde es nicht gleichsetzen mit linken Utopien. Oder? Meine Freiheit, dass Freiheit den Leuten gut tut, ist empirisch bewiesen. Ja. Es gibt keinen einzigen Beweis, dass eine Revolution jeden Menschen gut da hat. Sondern es ist eigentlich immer Freiheit. Ja. Also das ist wieder so ein Wort, das man natürlich mit auslegen kann. Meine Freiheit geht gut bis zu deiner Freiheit. Oder? Aber das sind so Definitionen, das ist ungenau. Nein, das ist relativ einfach. Also, du musst einfach möglichst viel Spielraum haben. Dass der Spielraum nie unendlich ist, ist klar. Mhm. Aber du musst einfach möglichst viel haben und du musst ihn immer ausdehnen. Und nachdem wir jetzt seit 200 Jahren erlebt haben, dass der Staat immer probiert, mehr
vorzuschreiben, kann man ja jederzeit sagen, ein bisschen zurückschreiben. Das ist, also das finde ich nicht so schwierig. Und ich finde wirklich, ich finde eben das Wort Utopie würde ich nie auf liberale Konzepte anwenden, weil Utopie ist so etwas Gefährliches. Es ist etwas Gefährliches, wie es immer per Definition unempirisch ist. Und ich glaube, das ist auch eine von der grossen Stärken von der eigentlichen Aufklärung. Oder? Oder die Naturwissenschaften vor allem prägt hat. Naturwissenschaften haben gesagt, wir wollen Wissenschaft haben, wo man das Zeug empirisch belegen. Lustigerweise haben die Philosophen von der Aufklärung den empirischen Beweis nie so wichtig gefunden. Die haben immer gefunden, ja nein, wir tun jetzt einfach einmal das und das uns ausdenken. Ob es denn funktioniert, ist gleich. Ja, da gebe ich dir recht, aber vielleicht gibst du mir auch ein bisschen recht im Sinn von, wir müssen davon reden, was der Vorteil ist von einer liberalen Gesellschaftsordnung. Ja, viel mehr als, oder, und nicht nur davon, dass dann eben die AHV besser finanziert ist, wenn man mehr Freiheit und wenn man eine dritte Säule ausbauen oder so. Mir ist das alles immer sehr oft ein bisschen zu verkopft. Wir müssen auch emotionaler werden und davon reden, warum dass das Konzept, das wir haben, gut ist. Genau. Jetzt ist da nicht nur eine Frage. Ja, genau. Das ist noch eine nächste Frage. Das ist jetzt ein bisschen off the topic, aber wir haben noch 3 Minuten. Und vor Ivan Hauser gibt es noch eine Frage. Wie sollen Sie sich, oder wie stellen Sie sich dazu, dass Mr. Zelensky doch ziemlich fordernd direkt mehr Unterstützung von Deutschland fordert? Ich werde das Gefühl nicht los, als würden die NATO-Staaten fast in einen Konflikt gedrängt. Ja gut, das ist klar. Aus Sicht von Zelensky wäre es sehr gut. Die NATO würde sich noch mehr engagieren. Das ist völlig logisch. Und die NATO kann aber selber entscheiden, was sie machen will. Das Problem bei Deutschland ist, sie machen so wenig, dass sie moralisch halt und politisch immer mehr unter Druck kommen. Und der Zelensky hat das schon gut gespürt, dass er auch in Deutschland kann etwas auslösen kann, weil die Regierung einen Kurs verfolgt, den viele Leute auch in Deutschland nicht gut finden. Aber dass man nachher dem Zelensky vorwirft, dass er sein Land will verteidigen und retten will, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben. Es ist ja klar, dass die alles machen, damit sie nicht untergehen. Und von dem her, da ist alles erlaubt. Ich würde auch sagen, das ist Herr Zelensky seine wichtigste Aufgabe, letztlich Kommunikator und sie gegenüber anderen Staaten und dort das kommunizieren, wie das dann im Westen beurteilt wird. Da sehen wir jetzt auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, da ist im Moment ziemlich viel im Fluss, oder? Alle die auf Kiew pilgert sind, die haben jetzt das abgehökelt, PR-Besuch gemacht, fertig, oder? Im Moment gehen nicht mehr so viel dorthin. Auch aus Amerika hört man nicht mehr so wahnsinnig viel. Gut, man hat sehr viel Geld gesprochen, das muss jetzt erst einmal ausgeben werden. Und die Lage in Deutschland sehe ich ähnlich wie der Markus. Also da aus der heißen Luft hat man da noch nicht so viel gehört und gemacht. Und das ist aber eine sehr deutsche Debatte. Und da glaube ich, wie genau der Westen sich weiter positioniert, da ist ziemlich viel im Moment ein bisschen ins Rutschen geraten. Ist soweit so gut. Ich denke, das ist jetzt gar nicht mal so einen schlechten Abschluss, weil wir haben schon 1:01 und damit sind die 45 Minuten vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören, für das Fragen stellen. Ich bedanke mich natürlich auch sehr fest bei dir, Markus, und bei dir, Dominik, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir werden das weiterhin machen. Einmal im Monat, jetzt muss ich ehrlich sein, weiss ich das Datum geht nicht auswendig. Aber wir werden einfach immer im Monat wieder. Immer, jeden Monat gibt es einmal einen Nebelspalter Lunch, das offene Mikrofon. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich wieder dabei seid. Und wir freuen uns auf jedes Feedback, ob ihr eben wieder das Format findet. Ich bin anderer Meinung, Kritik ist herzlich willkommen und dabei möchte ich so belassen und ich wünsche euch einen guten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ade, miteinander.